Das nennen wir mal einen Auftakt nach Maß. Winterneuzugang Francesco Lovric. Gerade erst für Niklas Hechtzirpel ins Spiel gekommen mit dem wichtigen 1:0 in Völklingen. Dabei war der Start in die Partie ein ganz anderer. Denn die Völklinger kommen hier besser aus den Startlöchern. Es sind gerade einmal 2 Minuten gespielt. Da kommt Nico Zimmermann hier frei zum Schuss. Aber am Ende lupft er den deutlich über das Tor. Allgemein die Hausherren in Durchgang 1 etwas besser im Spiel, mit mehr Torchancen als die Kickers, so wie hier durch Felix Tausend, der trifft aber am Ende nur das Außennetz. Da haben die Kickers nochmal Glück gehabt. So geht es mit 0:0 und jeder Menge Luft nach oben in die Halbzeitpause. Und die zweiten 45 Minuten machen da weiter, wo die ersten aufgehört haben. So dauert es bis zur bereits gezeigten 68. als Lovric zur Führung einschiebt. Ein wirklich toller Einstand für den Österreicher und ein Richtungswechsel im laufenden Spiel. Denn anschließend kommt es noch dicker für die Saarländer. Felix Tausend muss nach seinem 2. Vergehen mit Gelb-Rot hier vom Feld. Die Kickers also in den letzten 15 Minuten sogar in Überzahl. Und die spielen nun wie ausgewechselt. Ko Savada stiehlt sich hier in den Rücken der Abwehr, hat jede Menge Platz, aber vergibt am Ende die gute Chance zur vorzeitigen Entscheidung. Nur 2 Minuten später machen die Kickers dann aber alles klar. Marco Rapp spielt hier nach rechts raus und diese wunderbare Vorarbeit landet direkt auf dem Fuß von Mike Vetter. 2:0. Lange war diese Partie offen und Vetter schließt nun die Türe. Und einen hat Mike Vetter noch im Gepäck. Dennis Schult legt ab. Vetter macht humorlos. Trocken ins Eck abgezogen. Endstand 3:0. Die Kickers holen sich also die 3 Punkte durch eine starke Leistung in den Schlussminuten und behaupten erneut den 2. Platz gegenüber Waldhof Mannheim.